Ist das hier einer von Europas schlechtesten Bahnhöfen? Der Hauptbahnhof Essen? Ich frage Menschen, die von oder über Essen reisen, so wie Helga und Karl-Heinz Bendig aus Mahl. Wichtig ist Sauberkeit. Das ist für mich ein Top-Bahnhof. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wie finden Sie denn diesen Bahnhof hier, den in Essen? Bis jetzt gesehen habe, bin ich gut zufrieden. Security ist wichtig, was auch hier ist, dass man sich ein bisschen wohler fühlt. Ne? Als wenn man da in die dunklen Gänge geht und Angst haben muss, dass da jemand steht. Ne? Sauberkeit, ein Gefühl von Sicherheit, das ist den Bendigs wichtig. Die angehende Ärztin Jana Schülke wiederum hat folgende Kriterien für einen guten Bahnhof, die Essen aus ihrer Sicht erfüllt. Auf jeden Fall genug Platz für die Leute, also dass man auch bei so einem Getümmel hier gut durchkommt. Ja, für Behinderte natürlich auch hier Rolltreppen und Aufzüge. Ja, und ich finde es eigentlich auch super, dass man hier gut einkaufen kann und auch so ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Oben am Gleis treffe ich den Abiturienten Abdullah El Omari. Er ist weniger begeistert, nicht nur vom Hauptbahnhof Essen, sondern von deutschen Bahnhöfen generell. Ihn nerven die oft unpünktlichen Züge und... Es gibt zum Beispiel keine Steckdosen für die Leute, die so später nachts reisen ohne Akku. Dass es anders geht, weiß Abdullah aus eigener Erfahrung. Er hat in Australien gelebt, in Sydney. In Sydney sehen die Bahnhöfe auch viel schöner aus. Ja, die kommen auch immer pünktlicher im Vergleich zu Essen. Ja, und deshalb finde ich die viel besser als in Essen oder Deutschland. Auch Soziologe Tim Lukas, der zu städtebaulicher Kriminalprävention forscht, sieht Luft nach oben für deutsche Bahnhöfe. Man muss sich ja nur mal ein Stück weit im europäischen Ausland aufhalten. Da sehen Bahnhöfe schon ganz anders aus. Das sind Orte, an denen man sich auch gerne aufhält. Ich denke jetzt beispielsweise in Madrid gibt es einen Bahnhof, der ist halt mit Grünpflanzen, mit Wasseranlagen, da sind Schildkröten. Das ist halt wirklich ein Ort, den man gerne aufsucht. Oder auch in den Niederlanden gibt es viele Bahnhöfe, die durchaus attraktiv gestaltet sind. Der Bahnhof als Ort, an dem man sich wirklich gerne aufhält. Aus Sicht von Dietmar Schlecking gibt es so etwas auch in Deutschland. Mein Lieblingsbahnhof, das ist der Berliner Hauptbahnhof. Weil da sind 4 Etagen, ganz oben halten Züge, ganz unten halten Züge und dazwischen sind Einkaufspassagen. Da kann man dann aber auch zum Friseur gehen. Wenn man, sagen wir mal, auf Shoppingtour gehen will, braucht man den Berliner Hauptbahnhof gar nicht verlassen, da kriegt man alles. Und dann bricht Dietmar Schlecking noch eine Lanze für den Essener Hauptbahnhof. Man komme sehr gut hier hin und wieder weg, findet er, mit Bussen, der U- und Straßenbahn. Dann muss er los. Sein Zug ist da.